Mutti, dann sage ich mal Warte herzlich mal. willkommen. Es geht ums Podcasten und Podcasting und ich hoffe, ihr kennt Franks Podcast, Halbe Kartoffel. Soll er mal Frank, so wann machen bist hier? du? Ja, sehe nur die Hälfte, aber. Nikola schüttelt den Kopf, beschämt, zu Recht. Richtig so, richtig so. Halbe Kartoffel machst du seit wann? Die allererste Ausgabe oder die allererste Episode habe ich im August aufgenommen und dann, glaube ich, erst so im November hochgeladen. Welches Jahr? Ach so, 2016. Also 5 Jahre. Das heißt, Stimmt, 5 Jahre. und Krass. wie war das für dich am Anfang? Also wir machen das einfach als Talk. Und wenn ihr Fragen habt, fragt ihr übrigens, weil wir sind Podcasterinnen und Podcaster. Das heißt, wir lösen Dinge im Gespräch und machen das jetzt auch. Und wir hoffen natürlich, ihr lernt dabei, wie man Podcasts macht. Deswegen, weil du angefangen hast zu podcasten, wie gut kanntest du diese Podcast-Welt? Also Also vor 5 Jahren, falls sich der eine oder andere noch daran erinnert oder die eine oder andere noch daran erinnert, war das Podcast-Geschehen ja noch ein bisschen anders in Deutschland. Und ich habe viel Podcast gehört, aber eher so amerikanische Podcasts, so Sport-Podcasts. Und dann dachte ich irgendwann, cool, das ist ein cooles Format, habe ich auch Lust zu. Und habe das dann in meinem anderen Job, ich habe noch bei Achim Achilles als Chefredakteur gearbeitet, habe das da mal so ein bisschen geübt. Und habe dann so Podcasts übers Laufen gemacht und mit Hajo Schumacher. Und so habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen dran getastet. Da konnte ich dann auch Technik kaufen über jemand anderen Rechnung und solche Geschichten. Und dann habe ich gedacht, oh, es macht eigentlich Spaß. Und so habe ich dann angefangen irgendwie. aber wie hast du die Podcast-Landschaft vor 5 Jahren empfunden in Deutschland? Also warst du dir schon von vornherein bewusst, okay, ich mache da jetzt was ganz Neues, etwas, das es so nicht gibt? Kanntest du die gut? Nee, ich meine, also ich weiß nicht, also ich habe halt geguckt, was es gibt und es gab halt in dem Thema, was ich mache, also falls der eine oder andere es nicht weiß oder die eine oder andere, es geht um Deutsche mit nicht deutschen Wurzeln, mit denen führe ich so quasi biografische Gespräche und da gab es halt noch nichts und tatsächlich würde ich behaupten, ich war der Erste, der sich mit diesem Thema Identität, Stereotypen, Rassismus, pipapo, so auf dem deutschsprachigen Markt beschäftigt hat in der Podcast-Szene. Also es war noch so ein bisschen karg. Jetzt ist ja alles so gentrifiziert, sagen wir mal, ja, so vollgebaut und jeder hat so sein dann Stück Land geclaimed. Aber damals war noch ein bisschen so offeneres Feld, oder? Wie hast du das gesehen damals? Du warst ja noch früher dran. Ja, ich war noch früher dran, aber anders als du habe ich mich überhaupt nicht darum gekümmert, was es sonst noch gibt, sondern habe einfach einen Podcast gestartet Ah. und dachte, ich wäre damit total fancy unterwegs. Und habe dann erst, als ich mich so in diesen Markt reingesnaked habe, festgestellt, oh, da sind schon andere und die sind auch schon lange vor dir da gewesen. Also mir ist dann erst so bewusst geworden, dass es Podcasts auch schon seit damals, also 2015 gab es Podcasts schon seit über 10 Jahren. Also es gab damals schon Menschen, die 10 Jahre lang Podcasts machten. Und ich bin so in dieses Feld gestolpert, so hoppla, hier komme ich, ich mache voll was Tolles, ich bin Radiojournalistin und mache Podcast und alle standen dann und sagten so, schön, dass du es auch endlich geschafft hast. So, das war mein Start in die Podcast-Szene. Das war so ein bisschen unglücklich, weil ich mich halt nicht drum gekümmert habe, was es schon gibt. Mein Thema damals war die Anachronistin, das ist die Lebensgeschichte von meinem Großvater Theo Hespers, der war Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Und ich habe so ein bisschen geguckt, wie man so eine Geschichte biografisch aufarbeiten kann. Und das mit einer Redaktion wäre das schwierig geworden. Und ich wollte was Eigenes machen. Vor allen Dingen, weil ich auch mal wieder was machen wollte, was länger als 2 Minuten 30 ist. Ne? Das ist ja mittlerweile, ja, es ist unsere Ja. Standard-Hörfunklänge. Und du kannst einfach, finde ich, komplexe Sachverhalte nicht in 2:30. Natürlich ist es Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, komplexe Zusammenhänge in der Kürze verständlich zu erklären. Aber das geht halt nicht immer. Also es gibt Dinge, die sind zu komplex für diese kurze Zeit. Und das ist der Punkt, finde ich, wo Podcasts ins Spiel kommen. Also wenn es komplexe Sachverhalte gibt oder wenn wir darüber reden, dass wir Kontinuitäten verfolgen wollen, also an einem Thema dranbleiben wollen, ne, und eben nicht nur so einen Schlaglichtjournalismus machen möchten, dann finde ich, ist Podcast wirklich ein total fantastisches Medium. Und jetzt kommen hier schon die ersten Fragen. Und es stimmt tatsächlich, dass seitdem sich diese Podcast-Landschaft massiv verändert hat. Ich finde, einen ersten Impact, und da kommst du wieder ins Spiel, Frank, war so 2018.
hat das so angefangen, dass es sehr viele Diversity-Podcasts, nenne ich sie jetzt einfach mal, Ja. gab. Also es ist wirklich so, man kann so sehen, ab 2018 haben sich mehr Podcasterinnen und Podcaster auch mit dem Thema Diversity auseinandergesetzt, weil es in den Medien sonst so nicht vorkam. Und die haben sich sozusagen nicht nur damit einen Platz in der Medienlandschaft erkämpft, sondern das Thema gesetzt. Das finde ich eine super spannende Entwicklung. Aber du kannst da wahrscheinlich auch noch deutlich mehr zu sagen. Wie hast du das erlebt? Ja, genau. Also das Tolle am Podcast, das wird ja auch im Chat nochmal gesagt, ist, dass jeder persönlich das einfach von sich aus machen kann. Man muss kein Journalist sein, man muss keine Redaktion haben und man kann sehr niedrigschwellig anfangen, da zur Technik und wie man da startet, kommen wir später dann wahrscheinlich auch noch. Aber ich bin ja auch freier Journalist, also eigentlich schreibender Journalist und mich hat das dann auch immer gewurmt, dass bestimmte Medien oder eigentlich im Grunde alle Massenmedien sehr einseitig berichtet haben und es gibt immer nur diese vier Themen, es gibt immer nur Rassismus, es gibt nur mal Aufsteiger-Story, es gibt Kriminalität, dann noch vielleicht ein bisschen Religion mit drin, aber es ist auch immer sehr von dieser weißen Position aus gemacht und Nischenthemen sind halt wunderbar, gerade für Podcast und ich meine Nische, was eine Nische ist, wird ja dann auch sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft bestimmt. Also wenn ich da angekommen wäre und gesagt hätte, ich habe hier eine Idee, halbe Kartoffel, hätten die gesagt, oh, wen Wer soll interessiert das das? hören? Oder Ja. das ist doch nichts für die Masse oder so. Und deswegen war es mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich den Podcast halbe Kartoffel genannt habe, also dass das Deutschsein im Vordergrund steht, weil das ist das, was uns alle verbindet oder verbunden hat. Und ich gar nicht gesehen habe, dass das unbedingt eine Nische ist und dass das auch ein Thema ist, was auch weiße Deutsche interessieren kann und interessiert. Und das merke ich ja heute auch noch. Also ich glaube, sagen wir mal, aus halbe Kartoffel und anderen, die danach noch kamen, haben sich dann immer mehr so Podcasts aufgespalten. Dann gibt es sozusagen welche, die sich nur mit der afrodeutschen Perspektive beschäftigen, welche, die sich eher so vietnamesisch-deutsch orientieren. Und da gibt es Weiß in so, so, Schein zum Beispiel ja, oder Rice and Feuer und Shine. Brot. Genau, es gibt Kanakische Welle, ganz viele verschiedene Podcasts, die da tolle Arbeit leisten. Und ja, dann merken die Massenmedien irgendwann so, ho, ist ja doch vielleicht gar kein Nischenthema, sondern ganz interessant. Und man hat es ja letztes Jahr gesehen, dass dann auch größere Unternehmen solche Podcasts dann irgendwie gestartet haben, weil sie gemerkt haben, das ist auch ein Thema für alle, nicht nur für Migranten oder Migrantenkinder. Sondern es ist vielleicht etwas, was alle interessiert. Und generell bei diesen Nischenthemen ist es ja einfach so, dass man dann auch das Gefühl hat, wenn das jemand aus der Nische, für die Nische, in Anführungszeichen, macht, dann ist das auch teilweise von einem anderen Wert, weil das auch Leute sind, die inside so sind, also die in der Szene sind und vielleicht aus ihrer Perspektive erzählen. Und es kommt nicht ein Reporter, der sagt, ey, jetzt erzähl mir mal, wie das hier läuft bei euch im Hundeverein. Und dann macht er selber da sein Ding draus. Und das ist halt schön, dass man da irgendwie selbstbestimmt ist. Das finde ich halt bei Podcasts auch, weil die Frage aufkam, ist der Markt schon gesättigt? Ich glaube, dass der Markt nicht gesättigt ist in dem Sinne. Also natürlich fangen gerade sehr, sehr viele Podcasts an. Die Frage ist halt, was möchte man mit einem Podcast? Also es gibt auch unternehmensinterne Podcasts zum Beispiel, da ist die Zielgruppe relativ klar definiert und dann hat natürlich keine Reichweiten im Millionenbereich. Die Frage ist wirklich, was möchte ich mit dem Podcast erreichen und wie viele Leute möchte ich erreichen? Was ist das Ziel? Möchte ich eine Community aufbauen? Möchte ich, es gibt Podcasts mittlerweile zum Branding von Marken und so weiter, ne? Also einen Podcast zu starten, um ein Millionenpublikum zu erreichen, ist ein hehres Ziel, aber ist ja nicht zwingend notwendig. Deswegen glaube ich, dass jeder Podcast die Chance hat, eine Hörerinnenschaft zu finden, wo wir zum Beispiel immer noch große Lücken haben. Was wird gerade so aufgeholt, finde ich, es sind so Podcasts für Kinder. So. Die Ja. Eltern-Podcasts holen gerade auf, aber auch für Kinder, weil wir haben nicht wirklich Radioprogramm für Kinder. Das spricht verschiedene Zielgruppen an und einige. Es gibt dann diese Mauszielgruppe und dann gibt es wieder was für Teenager, aber dann ist so, da fehlt so ein Mittelding. Und gerade für Kinder ist Podcast eigentlich ein schönes Medium. Da tut sich gerade was. Das ist ein Feld zum Beispiel, das gerade noch erschlossen wird. Es gibt mittlerweile, das finde ich sehr spannend, sehr viele Historikerinnen-Podcasts. Also, ne, jeder kennt eine Stunde History, aber es gibt sehr viele Podcasts, die neu kommen, die sich zum Beispiel mit der Geschichte von Frauen beschäftigen. Das ist auch ein Themengebiet, das total unter den Tisch gefallen ist und auch medial gar nicht so viel Beachtung findet, das aber sehr spannend ist und bei dem sich sehr viel spannende Perspektiven auftun. Und das sind so Nischen, die sich neu erschließen und da gibt es
gibt's auch im amerikanischen Raum Vorbilder, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die sich alle wiederholen, sondern die bieten mir alle eine neue Perspektive, auch wenn sie sich mit einem identischen Thema befassen. Deswegen glaube ich nicht, dass es sofort, dass man sofort davon ausgehen kann, dass es schon für alles einen Podcast gibt. Ich würde mich halt heute, wenn ich starten würde, stärker umgucken, ne? Also wir haben jetzt Ja, auf jeden Fall. im Januar einen neuen Sport-Podcast gegründet und natürlich gibt es wirklich extrem viele Sport-Podcasts. So, die meisten beschäftigen sich aber mit Fußball. Das heißt, bei Sport Insight haben wir ein Hintergrundmagazin gemacht und nicht nur das, wir haben den konzipiert. Also wir haben ein richtiges Konzept dahinter. Es geht nicht nur ums Gespräch, sondern wir haben halt Elemente eingebaut und so. Dafür braucht man aber ein Team. Ich glaube, das ist einer der ersten Sport-Podcasts, die wirklich mit einem Redaktionsteam zusammen produziert werden, die auch einen großen Vorlauf haben, wo wirklich viel Arbeit und auch strukturelle Arbeit eben reinfließt. Kenne ich so auf dem deutschen Markt tatsächlich noch nicht im Sportbereich. So viele Ja. Gesprächspodcasts, aber nicht so konzeptionelle Podcasts. Und ich Also, glaube auch, darüber kann man sich so unterscheiden, Frank. ja, also ich glaube, was oft vergessen wird, wenn Leute Interesse daran haben, einen Podcast zu starten, und das sehe ich jetzt auch ein bisschen so im Chat, dass viele sich um die Technik kümmern und was benutze ich alles, und das sind auch Themen, die wichtig sind, welches, also du kannst Tage, Wochen damit verbringen, welches Mikro wirklich das allerbeste ist. Also da gibt es Millionen von YouTube-Videos und Experten, aber was ich immer betone, ist wirklich die Idee auszuarbeiten. Also wenn ich Leute frage, was ist eure Idee oder was ist deine Idee, dann ist das so, ja, und dann will ich das machen und dann hier und dann aber so, aber ich weiß noch nicht genau. Also da sich wirklich nochmal die Zeit nehmen, zu gucken, wie kann ich die Idee wirklich in einem Satz, ne, dieser Elevator Pitch, der immer so berühmte, in einem Satz zusammenfassen, weil dann ist es wirklich auch etwas, was vielleicht auch eine Chance hat. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einen Laber-Podcast machen, ich und meine Freundin, dann sagen wir, ja, es gibt schon 24, was machst du dann besser oder machst du anders? Also da vielleicht wirklich nur einfach kurz im Kopf, also mir hat das geholfen, im Kopf nochmal abzuhaken, einfach will ich das alleine machen, also die ganz normalen W-Fragen, ne? Wer, was, wie, wann, wo. Also will ich das alleine machen, will ich zu zweit machen, will ich einen Gast haben? Will ich es zu dritt machen? Will ich mobil sein? Will ich immer am selben Ort sein? Ist der Ort vielleicht entscheidend? Also ich mache es immer, keine Ahnung, im Taxi oder ich mache es immer im Klo oder so. Das kann ja auch sozusagen Das ist etwas sein. übrigens eine Aufnahmesituation, die Frank veröffentlicht hat, dass er sich mit Shay Hoffmann, war es, glaube ich, Ja, auf genau. einem Parkplatz getroffen hat und sie beide aus ihren Autos sozusagen die Aufnahme gemacht haben, um das Corona-konform zu machen. Das fand ich großartig. Danke. Ja, wir haben uns da so ein bisschen FBI-mäßig gefühlt, so auf diesem großen Olympiastadion-Parkplatz, so morgens irgendwie am Wochenende. Die Polizei kam auch tatsächlich vorbei, hat so ein bisschen geguckt, was macht ihr da? Kam so Kabel aus dem Fenster raus und so, wie saßen da so hinter der Scheibe und haben da irgendwie geredet. Es war ganz interessant. Aber also, wie gesagt, nur in aller Kürze jetzt, diese Fragen sich wirklich stellen. Also zum Beispiel, was bei mir so, ich wollte mobil sein, also ich wollte auch die Möglichkeit haben, zu den Leuten hinzugehen. Dann nützt mir natürlich nicht ein cooles Setup zu Hause mit fettem Mikrofon, was irgendwie an meinen Tisch rangepinnt ist, sondern ich brauche etwas, was irgendwie mobil ist. Und dann auch zu gucken, soll es eine halbe Stunde sein, eine Stunde, wie soll das Gespräch überhaupt aussehen? Also ich habe für mich zum Beispiel gesagt, dass ich keine, also für mich war es wichtig, Anekdoten, Erfahrungen zu hören und keine Meinung oder Einstellung. Ja, also es ist kein kritisches, journalistisches Gespräch, sondern es geht darum zu erfahren, was der Mensch erlebt hat in seinem Leben. Also auch ein bisschen so der Vibe des Gesprächs irgendwie festlegen. Das finde ich wieder einen interessanten Punkt, weil das ist die Frage, die am häufigsten kommt. Wie lang ist ein guter Podcast? Ich Ja, wusste, okay. du konntest die Frage schon raten. Wir haben sie 100.000 Mal gehört. Wie lang ist ein guter Podcast? Was antwortest du auf diese Frage, die ja immer kommt? Immer. Ja, man antwortet dann immer mit dieser unfunkigen Antwort, kommt drauf an. Also ich finde, da kann man überhaupt keine Zahlen nennen. Es ist ja auch utopisch. Also es gibt Gespräche, die fühlen sich nach 5 Minuten an wie 1,5 Stunden und umgekehrt. Also da muss man ein bisschen gucken. Und ich glaube, das unterschätzen viele, diese sogenannten Laber-Podcasts. Das sind auch Leute, die dann, also meistens zumindest, es gibt auch welche, die es nicht können, aber die guten Laber-Podcasts sind halt einfach auch gut, weil sie gut labern können. Und dieses Labern ist nicht zu unterschätzen. Und das ist nicht so, wir setzen uns mal hin und machen irgendwas, sondern es gibt auch meistens irgendwas, was sie da besprechen wollen.
Das heißt also, was unterhaltsam gilt oder unterhaltsam ist, ist ja sehr subjektiv. Aber da glaube ich auch immer, dass man von sich ausgehen muss, was ist einem genehm und was kann man gut. Also ich kann zum Beispiel, ich könnte niemals einen Podcast machen, wo ich 1,5 Stunden alleine rede. Es gibt aber Leute, die das können und sehr gut können. Und ja, also meine Gespräche sind zum Beispiel auch fast immer so 1,5 Stunden lang, weil ich irgendwie denke, so, warum? Warum kürzer, wenn ich den Menschen gerade kennenlerne und auch ein bisschen in die Tiefe gehen möchte und es Spaß macht, dann will ich nicht, dass irgendwie so das Leben so in 30 Minuten runterrattern. So. Wir hatten Ich das weiß noch, tatsächlich, ja. am Anfang muss ich nur kurz sagen, am Anfang haben mir alle gesagt, so, oh, 1 Stunde, ei, das ist aber lang, wer soll das denn hören? Mach doch lieber YouTube, mach doch lieber 15 Minuten. Und dann habe ich gesagt, das ist aber dann kein Podcast mehr und das ist auch nicht das Format, was ich mir vorstelle. Also ich sage immer, geh von dir selbst aus, geh davon aus, was du, womit du dich gut fühlst und was du gut kannst. Kannst du gut zuhören, kannst du gut reden, kannst du gut mit deinem Freund oder Freundin oder Partner oder so die Bälle zuspielen. Also da würde ich mich überhaupt nicht dran also festlegen, weil das regelt sich dann sowieso mit der Zeit. Man merkt dann irgendwann, das ist meine ideale Zeit. Es wird gerade nach einem Thema gefragt, was da sinnvoll ist. Also zum einen Thema, also wir haben nicht nur Länge, sondern Thema und wir haben aber auch Veröffentlichungshäufigkeit. Ich mache ja verschiedene Podcasts und auch in verschiedener Veröffentlichungshäufigkeit zum Beispiel. Und ein Oberthema ist natürlich grundsätzlich gut, ne? Also mein Was denkst du denn Podcast zum Beispiel hat als Oberthema Philosophie. Das ist jetzt so ein breites Thema. Dahinter steckt aber natürlich trotzdem ein Konzept. Gut, das war ursprünglich mal eine Journalistin und eine Philosophin, reden 30 Minuten über ein Alltagsthema und versuchen da philosophisch eine Anbindung zu finden. Da wir mit 30 Minuten aber grundsätzlich nie hinkommen, haben wir uns jetzt irgendwie so eine Stunde zum Ziel gesetzt, die wir manchmal auch überschreiten. Wenn wir das Gefühl haben, das ist nach einer Stunde noch nicht ausdiskutiert, dann diskutieren wir weiter, aber wir versuchen es auch nicht länger zu machen, weil das schon intensive Gespräche sind. Aber wir haben natürlich ein Oberthema, ne? So ein Interessensgebiet könnte man das nennen. Wenn ich diesen anderen Podcast mache, Mensch, Frau Nora, da geht es tatsächlich thematisch extrem wild durcheinander. Aber ich habe auch da so ein Oberthema, nämlich ich spreche mit Expertinnen und zwar ausschließlich mit Frauen über ihre Expertise. Und die kann in verschiedenen Bereichen liegen. Aber mein Ansinnen ist da natürlich, Frauen sichtbar zu machen in ihrem Fachgebiet. Das ist auch eine Art Oberthema. Ich glaube, wenn man es so ganz ohne Anbindung hat, wird es schwierig, oder? Ja, ich glaube, man sollte weniger nach dem Thema fragen, sondern nach dem Format. Also, dass man sich überlegt, wie sieht mein Format aus? Also, und ich finde, ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein Fenster, ja, dass man halt, man braucht schon für sich auch so Grenzen, dass man sagt, okay, ich finde, ich fange mal an mit 1 Stunde, ich habe vielleicht einen Gast und ich sage, wenn ich einen Gast habe, jede Woche ist schon ziemlich hart, fange ich erstmal an mit einmal im Monat. So. Dann habe ich erstmal schon sozusagen so Parameter und dann kann ich daran aufbauen. Dann sage ich, okay, was für Gäste sind das denn? Ich will darauf achten, dass Frau und Mann gleichwertig sind oder ich will nur Frauen oder nur Männer oder nur SportlerInnen oder nur ExpertInnen, so und so und so. Und so kann man sich so langsam dran tasten, wie so der Rahmen des Podcasts aussieht, also wie das Format ist. Und das Thema kann man immer sozusagen ein bisschen ausdehnen, beziehungsweise wenn man zum Namen kommt, merkt man schnell, wenn der Name, also wenn das Thema nicht richtig zugespitzt ist, ist es schwer, einen Namen zu finden. Und wenn du einen Namen hast, hast du gleichzeitig auch so eine gewisse Begrenzung für das Format oder für das Thema. Also das muss, da kann man, glaube ich, ganz gut brainstormen und da kann man, glaube ich, ganz gut daran erkennen, wie weit man von der Idee und vom Format her ist. Wenn man sich einfach überlegt, okay, wie soll der denn heißen? Weil dann musst du wirklich alles, was du für dich in deinem Kopf da dir zusammengedacht hast, musst du in einen oder zwei Begriffe packen, so dass es verständlich ist und so, dass du ihn erklären kannst und so, dass du für die anderen klar zeigst, was da passiert. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang ein bisschen die Sorge, dass Leute denken, das wäre jetzt irgendwie so ein Koch-Podcast wegen halbe Kartoffel. Deswegen habe ich das Kartoffel klein, also anders geschrieben und das Logo mit dieser halben Kartoffel, Kartoffeldruck mit der Weltkugel. Und ich war doch überrascht, positiv überrascht, dass das eigentlich alle direkt verstanden haben und keiner gedacht hat, so, das ist jetzt ein Ernährungspodcast. Also da Kochen. kann man so kleine Sachen irgendwie so tweaken und gucken, dass es, ja, dass das beides zusammenpasst.
Okay, weil hier so viele Fragen reinkommen und wir Oh das ja, Gespräch meine irgendwie so ein Güte. bisschen strukturieren wollen, lass uns kurz über Anfängertechnik reden und Technik über ist gut. Ja, alle wollen Plattformen. Technik. Die wollen alle eine Nein, Technik hier. Zoom ja, oder Technik, Riverside. genau, Das ist hier Technik die. und vor allen Dingen Plattformen. Da hätte ich nämlich auch noch so ein paar, weil hier nämlich schon so podcaster.de und so rumschwirren, ohne das einzuordnen. Wir sind ja hier im JournalistInnenforum, ne? Hier werden natürlich nicht einfach nur Namen gedroppt, ohne irgendwie im Hintergrund mal auf so Sachen wie Datenschutz zu achten. Ja? Das funktioniert hier nicht, nicht in meinen Workshops. Anfängertechnik, was empfiehlst du? Ja, das ist auch oh, Technik, das ist ein gutes Thema. Also zur Technik muss ich sagen, ich habe natürlich erstmal günstig angefangen und versucht, so billig wie möglich wegzukommen. So. Das heißt, ich habe geguckt, was gibt es für Software, die umsonst ist. Ich schneide, und das ist ein bisschen peinlich, aber ich schneide immer noch mit Audacity, das ist ein umsonst Programm. Thorsten ist raus. Ich habe letztens, ach Gott, nee. Ja, ich weiß, ich Ja, habe jedes aber Mal, wenn es wenn für ich dich davor sitze, funktioniert, ist das, gut. ja, aber jedes Mal denke ich so, sitze ich da genau wie Thorsten, so, denke ich so, was machst du hier? Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wenn man anfängt mit etwas, wo man nicht gleich 30 € im Monat zahlen muss, bevor man überhaupt ein Thema hat und einen Podcast aufgestellt hat, so. Und ihr wisst alle, wenn man ein Programm angefangen hat, dann kennt man sich damit aus, dann geht das auch schnell und so weiter. Aber Thorsten, keine Sorge, ich versuche das auch immer zu ändern. Reaper, Aber. ja. Ja, aber so habe ich. Was machst du, Thorsten? So, hallo. Es kommt immer darauf an, welcher Kunde und was man machen möchte. Wenn man natürlich online nimmt, Reaper, klar. Aber ich schneide nicht mit Reaper. Also meine Produktion mache ich eigentlich meistens mit Hindenburg. Hindenburg ist ein ganz einfaches, kleines Ja, Tool. habe ich auch, ja. Und da jeder, der Office benutzen kann, ich denke mal, das können wir hier, kann auch Hindenburg benutzen. Aber Hindenburg finde ich, also finde ich irgendwie, Man muss Ich kein. finde Hindenburg, ich find Hindenburg super. Hindenburg ist halt einfach deutlich teurer als Reaper. 80 Und Euro? naja, Naja, die aber Pro-Version jährlich. kostet schon mehr, Ja, ne? aber wer braucht die 300 Provision? oder Die Provision brauchst du eigentlich nur dann, wenn du Hörspiele oder sowas machst, wenn du Stimmprofile abspeichern möchtest. Und vor allem bei Hinburg ist eben das große, du musst nicht wissen, welchen Filter du reinmachen musst. Du kannst ein Stimmprofil-Analyse machen und einfach nur hin und her ziehen optisch. Und du lass mal nicht kannst. so sehr ins Detail gehen, Gut, Thorsten, nein, sonst sprengt es ich hier sag den nur, Rahmen. es ist einfach nur einfach. Deswegen mache ich immer, benutze ich immer Hinburg. Aber Reaper ist auch sehr gut, aber man muss Zeit haben für das Lernen, weil Ralf Stockmann macht geile Videos, aber die dauern durchschnittlich über 3 Stunden. Anderthalb Stunden, ja, genau. Aber ehrlich gesagt, ich habe keines dieser Videos gesehen und ich schneide mit Reaper schon relativ lange und komme eigentlich ganz gut über die Shortcut-Tastatur dahin. Was halt bei Reaper der Vorteil ist, ihr habt halt kein Abo, also ihr müsst nicht jährlich zahlen, sondern ihr zahlt einmalig. Plus es gibt so eine Oberfläche, die euch Stück für Stück durch dieses Podcast-Menü führt. Ihr könnt aus dem Programm live streamen und so. Also es gibt auch schon noch ein paar Pro-Argumente, um sich mit Reaper zu beschäftigen. Und das ist dann wirklich ein gutes und auch ein günstiges Programm, weil ihr eben nur einmalig bezahlt. Oder man wartet 10 Sekunden. Oder man wartet am Anfang 10 Sekunden. Genau. Naja, so oder Haben wir so, jetzt also da, jetzt nicht gesagt, ne? das ist jetzt viel so Name-Dropping. Also Reaper ist ein Programm, was man kaufen muss. Oder man kann es erstmal kostenlos nutzen für eine Weile, dann muss man es kaufen. Es gibt Erklärvideos, die 1,5 Stunden dauern. Das könnte den einen oder die eine oder andere ein bisschen abschrecken. Das Gute bei Audacity ist, erstmal kann man sich ausprobieren, überhaupt zu schneiden. Das ist umsonst und es gibt viele Tutorials bei YouTube, da kann man immer sofort gucken. Und tatsächlich, Hindenburg ist einfach, aber man muss trotzdem die Hintergründe dafür verstehen, was man da irgendwie macht. Finde ich zumindest. Aber ich fand es jetzt irgendwie auch, ja, es ist Geschmackssache. Also im Grunde, also was ich nur sagen wollte, ist, wenn man erstmal anfängt und sich da ausprobieren will, finde ich es gut, erstmal auf kostenlose Dinge, die da sind, zurückzugreifen. Es gibt sehr viel, was da angeboten wird. Und auch so, was so Mikrofone angeht und sowas, das ist auch so eine Geschichte, da kauft sich jemand das teuerste Mikrofon und merkt dann irgendwie so, es klingt aber irgendwie so leise oder so komisch. Also ich kann da jetzt sozusagen nicht hundertprozentig sagen, kauft euch das, das und das und dann seid ihr total cool damit. Also das fällt mir schwer, je nachdem, wer was machen will. Also ich nehme auch tatsächlich immer noch mit so einem Zoom-Gerät auf.
Ganz kurz noch, weil hier noch die Frage zu GarageBand war, bevor wir zu den Mikrofonen kommen. Ja, ich habe meinen ersten Podcast mit GarageBand geschnitten, weil das eben einfach auf diesen Mac-Geräten drauf ist. Und wenn man sich da einmal eingefuchst hat, auch da gibt es Special Features, die muss man halt rausfinden. Aber dann kann man auch ordentlich pegeln zum Beispiel und schöne Kreuzblenden setzen und so. Aber auch da muss man sich halt reinfuchsen, nur wenn ihr das sowieso drauf habt auf eurem iPad, was auch immer Gerät, kann man damit tatsächlich auch gut Podcasts schneiden. Also die Anachronistin ist komplett auf GarageBand geschnitten. Also ich glaube auch, bevor man sich mit dem Schnitt beschäftigt, auch mein finde ich viel wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, was inhaltlich passieren soll. Also die Technik, die verbessert sich sowieso mit der Zeit. Niemand fängt an auf dem höchsten Niveau und bleibt dann dabei, sondern ich habe auch gefühlte 12 Stative, weil ich mit so einem kleinen angefangen habe. Es wurde immer größer. Jetzt habe ich so also alle möglichen Dinge. Und dann fängst du an mit irgendwelchen Pop-Filter-Schutz-Dingern, genau, wie bei Thorsten da oben, was da hängt. Dann fängst du an mit Kondensator, groß, mit Kleinmembran und dynamische Mikros und so weiter. Aber ich glaube, am Anfang ist erstmal die Basis, dass du ein Thema findest, ein Format findest und das erstmal gesettelt ist. Und also ich habe am Anfang angefangen mit Mikrofonen, die haben 16 Euro gekostet. Es hat keinen gestört. Im Gegenteil, es war sogar wirklich eine gute Qualität. Also wie gesagt, da muss man auch gucken, was für eine Aufnahmesituation hat man. Also ein Klo klingt natürlich anders als jetzt irgendwie ein Auto. Das ist das Wichtigste. Also davon hängt auch ab, welches Mikrofon gewählt wird. Ne? Genau, ja, genau. Ja, so. Also das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen. Es gibt sehr, sehr viele Tutorials dazu und man muss sich da so ein bisschen schlau machen, wenn einen das interessiert. Aber zum Beispiel, du nutzt ja vielleicht auch Ophonic. Nutzt du das? Nee, weil es da, wo ich meinen Podcast host, ist Ophonic schon inkludiert. Du weißt es. Also Ophonic kann ich ja hier mal so reinschreiben. Das ist auch ein kostenloses Tool, zumindest 2 Stunden im Monat. So vereinfacht gesagt, haust du da deine MP3 oder deine Wave-Datei oder was auch immer, deine Tondatei da rein und es wird optimiert und wahrscheinlich besser optimiert, als du es selber jetzt erstmal da kannst durch rumprobieren. Ja, also, weil man kein Pegelometer hat, wie ich es immer so gerne nenne. Naja, nach Gehörschneiden ist halt irgendwie schwierig, ne? Weil wir Tagesform haben und dann hast du den Rechner mal so laut und mal so laut und den Pegel angucken, also nach Optik pegeln, funktioniert halt auch nicht immer. Deswegen, da ist Ophonic schon tatsächlich, finde ich, für Menschen, die sich auf einem Anfängermodus bewegen und auch nicht viel schneiden wollen zum Beispiel, ist es einfach ein gutes Tool, ein sehr hilfreiches Tool, um irgendwie aus dem, was ihr habt, eine gute Qualität rauszubekommen. Und deswegen finde ich das durchaus sinnvoll, das zu machen. Man kann auch tatsächlich, also das machen wir ja mittlerweile auch im Hörfunk häufig, dass wir unsere GesprächspartnerInnen bitten, sich auf dem Smartphone aufzunehmen. Auch das funktioniert. Was man so ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist, wie viele Leute im Raum sind. Und weil davon eben auch die Technik und die Wahl der Technik anhängt. Am allergünstigsten ist es immer, wenn ihr pro Person eine Audiodatei habt, ne, eine Spur, so. Wenn zwei Leute in einem Raum sind und sprechen und sich ins Wort fallen, dann ist das schon sozusagen auf einer Spur drauf, fertig gemixt. Wenn einer reinhustet, könnt ihr das nicht rausschneiden, ohne dass ihr alles rausschneidet. Deswegen ist es halt immer empfehlenswert zu sagen, okay, pro Person ein Mikrofon, wenn das möglich ist, und dann eben die Aufnahme so zu machen. Sei es, dass ihr über Headsets sprecht, ne, oder was auch immer. Und ansonsten, das ist nicht pro, aber ihr könnt natürlich auch diese Headsets nehmen. Oder ich habe hier so ein Ansteckmikro, so ein Lavalier. Das kann ich tatsächlich wenn ich eine Klinkenstecker habe, kann ich das in ne, so ein Telefon reinstecken und kann dann mit der Sprachmemo-Funktion aufnehmen. Ihr braucht nicht mal ein wirkliches Aufnahmegerät oder Aufnahmeprogramm. Das ist dann keine Top-Qualität, aber es ist eine Qualität, mit der man erstmal grundsätzlich arbeiten kann, wenn man sich nur ausprobieren möchte, wenn man noch nicht weiß, wo man hingeht. Funktioniert das, finde ich, wunderbar. Und damit haben wir auch schon so Anfänger-Podcasts oder Piloten zum Beispiel. Wenn ihr in der Redaktion mal ein Beispiel geben wollt, ne, wie könnte dieser Podcast klingen, dann kann man das damit aufnehmen und kann so einen Piloten produzieren. Dafür muss man nicht erst teures Equipment kaufen. So, ich habe auch schon über Rechnermikrofone aufgenommen. Auch da manchmal sage ich dann einfach, okay, ich habe nicht die Chance, darauf Einfluss zu nehmen,
was für eine Mikrofonqualität mein Gegenüber hat, aber ich finde die Inhalte so wichtig, dass ich da Abstriche in der Qualität mache. Ne? Also wenn ich niemanden habe, der ein Headset hat, aber ich finde, das ist nun mal die Expertin in Sachen Datenschutz und ich kann die nur so bekommen, dann führe ich das Gespräch auch so. Ja, genau. Also, ups, ich habe gerade versehentlich eine Direktnachricht verschickt. Okay. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ich wollte dann alle. Also ich habe jetzt gerade nochmal reingeschrieben, das Mikrofon, mit dem ich angefangen habe, das ist, glaube ich, Behringer 8500. Das hat, glaube ich, 16 Euro gekostet, zwei Stück. An so ein Zoom-Gerät rangepackt. Das Zoom-Gerät hat 200 Euro gekostet. Kabel dazu, Stativ. Kann man auch in die Hand nehmen. Und da hast du schon, und dann ein Raum, der klein ist, der nicht so halt. Ja, also lieber irgendwie, du kannst auch noch einen Wäscheständer reinstellen oder einen Vorhang zumachen oder ein Sofa oder Matratzen oder so. Unter den Tisch setzen besser. Geht auch. Unter den Tisch, in den Schrank, also es geht alles. Alles für den Ton und nichts für die Optik. Unter Jacken kann man sich setzen, Bettdeckenkonstruktionen habe ich schon gesehen, zwischen zwei Stühlen. Also alles, was den Raum kleiner macht, hilft euch. Genau. Aber das sind, glaube ich, schon so fast schon so Schritt 7 und 8. Also ich finde, davor ist es wichtig, dass man überhaupt reden lernt, reden kann. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang Probleme beim Zuhören, weil ich immer irgendwelche Witze gemacht habe, immer reingeredet habe. Aha, 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 ja, okay, aha. Das stört auch massiv. Also da einfach zu sitzen und einfach dann 2, 3 Minuten nur zuzuhören, ist nicht so einfach am Anfang. Und du wirst auch selber merken, was für Sprachgewohnheiten du hast. Es gibt Leute, die sagen zum Beispiel nach jedem Wort genau oder die sagen immer viermal M oder ich bin auch ein Experte für einen Satz siebenmal anfangen und nicht beenden, ist auch gut. Also das lernt man aber auch mit der Zeit. Also am Anfang, glaube ich, ist das Wichtigste, sich auszuprobieren. Das ist ja schon ein komisches Gefühl, allein wenn das Mikro an ist, fühlst du dich anders und redest du anders, obwohl es eigentlich nur sozusagen so ein Gerät ist. Mhm. Ja? Aber es ist halt einfach ein Unterschied und das muss man erstmal für sich erfahren und lernen und damit umgehen. Und wenn das alles, wenn du Format hast, wenn du das Thema hast, wenn du einen Gast hast, dann kannst du aufnehmen und dann wird es besser und besser und besser nach und nach. Genau, du hast eben Zoom-Gerät gesagt, für alle, das ist ein Aufnahmegerät, das gibt es in verschiedenen Ausführungen, also Zoom. Es gibt Zoom-Aufnahmegeräte, die sozusagen das Mikrofon inkludiert haben. Dann gibt es welche, wo man zwei externe Mikrofone dran stecken kann, bis zu vier externe. Und ich glaube, jetzt gibt es sogar noch so ein Zoom-Gerät, wo sechs externe Mikrofone. Acht. Ja. Siehst du, das mit den leuchtenden bunten Knöpfen. Ich möchte es unbedingt haben, aber ich brauche es eigentlich gar nicht. Ja, kenne ich. Aber ich will es haben, es hat bunte Knöpfe. Ja. Genau. So, aber was wichtig ist, damit ihr euch besser zuhören könnt auch, ist, dass ihr eure Aufnahmen mit Mikrofon macht. Also wenn es möglich ist, dass ihr sozusagen einen Monitor habt und euch selber hört. Auch das hilft zum Beispiel beim Pegeln, das hilft herauszufinden, wie ihr zum Mikrofon sprechen müsst. Ne? Du meinst Kopfhörer, ne? Hast du Kopfhörer gesagt? Genau, Headphones, ja. Kopfhörer, genau, das so Plopp- und Zischgeräusche, ne? Dass ihr das irgendwie am Mikrofon vorbeisprecht und so. Genau, wenn ihr da Bock drauf habt, macht Sprechtraining immer Sinn. Also ich habe mein ganzes Sprechtraining, meine ganze Sprecherziehung selber bezahlt, aber es hat mir großen Spaß gemacht, muss man sagen, weil es auch eine neue Erfahrung ist, mit seiner Stimme zu arbeiten. So, also nur um die Frage mal eben zu... Ja, total. Also ich habe zum Beispiel kein Sprechtraining gemacht, aber wäre, glaube ich, sinnvoll. Es ist ein bisschen so wie Therapie, ne? Muss man nicht machen, aber wenn man es macht, ist es immer hilfreich. Also insofern, weil man, ja, wie gesagt, bestimmte Dinge immer wieder macht oder man zischt laut oder man klackt oder man macht oder schmatzt rum oder atmet immer ständig ins Mikro. Also solche Dinge kann man natürlich in der Sprechausbildung oder Sprechtraining sehr gut üben. Aber ich finde immer, also am Anfang denkt man immer, okay, man muss Sprechtraining haben, man muss Radioerfahrung haben, man muss sich das beste Mikrofon holen. Und dann erst kann ich anfangen. Und dann kommt es meistens nie dazu, sondern dann hat man immer noch so, ich muss erst vorher alles abarbeiten, bis ich dann sozusagen, das ist Quatsch. Also fangt erstmal an und fangt mit etwas an, was euch Spaß macht, was ihr auch durchhalten könnt. Also viele haben dann auch große Visionen und sagen dann, oh, jede Woche immer ein Gast, immer persönlich treffen und nach 2 Wochen bist du dann ausgebrannt. Das schaffst du nicht. Also nicht, wenn du es nicht hauptberuflich machst. Genau, nicht, wenn du es, ja, klar. Ja. Also,
Genau, da wird Genau, da. Sprechgeschwindigkeit angesprochen. Das ist auch ein Problem, was ich oft habe oder hatte. Das ist auch etwas, ich meine, am Anfang ist man halt einfach nicht perfekt. Du fängst an und du redest so, wie du redest und versuchst dich dann zu verbessern. So finde ich, geht man da erstmal ran. Hier wird nach rechtlicher Absicherung gefragt. Oh. Also wenn du, wenn, ja, ich finde das schwierig. Machst du Ja. Verträge mit deinen Gästen? Nein. Ja, ich auch nicht. Nein. Thorsten wackelt mit dem Kopf. Ich glaube, es kommt drauf an. Thorsten wackelt die ganze Zeit im Naja, Kopf. Ja, Moment, Moment, Entschuldigung. Moment. Thorsten, Entschuldigung. warte kurz. Lass mich kurz ausreden. Genau. Also ich glaube, es kommt drauf an, wofür ihr das macht, ne? Und wenn jemand in euren Podcast kommt, dann ist diese Person ja erstmal darüber informiert, dass es veröffentlicht wird. Das ist ja wichtig, ne? Also weiß diese Person, dass das öffentlich wird. So, wenn ihr den Podcast schneidet, müsst ihr auch darüber informieren, ne? Also ihr müsst halt den Leuten sagen, was macht ihr da konkret? Wo wird das veröffentlicht? Was macht ihr da konkret? Wer verwendet das, ne? Schwierig wird es dann, wenn andere Leute eure Inhalte nutzen wollen für den Podcast, für einen anderen Podcast, ne, also Zitierrecht und so. Wenn ihr das Ganze kommerziell nutzt, also zum Beispiel für ein Unternehmen, für einen Partner und so, dann muss es halt irgendwann dazu gehen, dass es Verträge gibt. Aber dann seid ihr ja auch in einem kommerziellen Rahmen. Also die Frage ist wirklich, seid ihr privat unterwegs oder in einem kommerziellen Rahmen? Wenn wir mit Gästen sprechen, im Radio zum Beispiel eine Expertin, Experten einladen, machen wir mit denen ja auch keine Verträge. Und es wird ja gesendet und es wird ja trotzdem auf Plattformen gestellt, ne? Also wichtig ist da, glaube ich, der Kontext. Ja, und generell ist ja wichtig, und das ist ja immer im Leben so, dass eine Absprache darüber besteht und ein Konsens darüber besteht, was da so drin ist. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich jemanden einlade, der seit 20 Jahren Musik macht, dann sage ich nicht extra, dass es die Möglichkeit gibt, das nochmal vorher anzuhören, weil das weiß diese Person dann. Wenn es jemand ist, der zum ersten Mal ein Interview gibt oder ein Gespräch macht, was ja auch sehr, sehr, sehr intim ist bei mir, dann sage ich, wenn du es nochmal hören möchtest vorher, kann ich dir nochmal geben. Also einfach auch da nochmal signalisieren, wir machen das hier zusammen und nicht so, ja, alles klar, danke und dann mache ich da irgendwas. Und beim Schneiden ist es ja genauso. Du kannst ja mit dem Audio theoretisch da allmöglichsten Mist machen. Du kannst Sachen zusammenschneiden, die so nicht gesagt worden sind. Du kannst Sachen an anderen Stellen packen und es merkt keiner. Also das ist dann eine sehr große moralische Verpflichtung, natürlich auch rechtlich gesehen, natürlich auch. Aber dass du da halt wirklich im besten Sinne des Gastes auch agierst. Und das ist manchmal nicht so einfach. Also manchmal ist es gut zu sagen, ich schneide hier was raus. Und wenn du aber selber das Gefühl hast, so, okay, da wird der Sinn nicht verändert, dann ist es okay. Aber wenn der Sinn verändert wird, dann ist es vielleicht nicht okay. Oder man müsste nochmal nachfragen, sag mal, du hast hier was über deine Schwiegermutter gesagt. Ist das, weiß ich, gibt es vielleicht da Ärger? Hör es dir nochmal an. Und dann, ach, stimmt, Okay. nee, nimm mal raus lieber, ja. Also da auch ein bisschen sozusagen eine Protection haben für den Gast. Wir haben noch 3 Minuten. Lass uns Drei noch Minuten. ganz kurz, genau, lass uns noch ganz kurz über Plattformen sprechen. Also, wenn ihr euren Podcast hochladet, auch da ist zum einen, es gibt 2 Fragen, die zentral sind, finde ich, die sich stellen. Zum einen Kosten und die andere Frage ist aber tatsächlich in meiner Welt Datenschutz, ne? Also, wem gebt ihr die Daten? Wo ladet ihr diese Podcasts hoch? Welche Plattformen gibt es? Also, ihr könntet zum Beispiel nutzen SoundCloud, ihr könnt bei Spotify hochladen über anchor.fm, ihr könnt hochladen über Podcast-Provider, da gibt es sehr, sehr viele. Ich nenne euch deswegen podigy.io, weil die sozusagen by Design datenschutzkonform arbeiten. Da zahlt ihr aber Geld, ne? Also bei der SoundCloud seid ihr relativ. Ist niedrigschwellig, weil es die auch kostenlos für kleines Geld gibt. Bei Podigy.io fangt ihr an, da wird es dann halt teurer. Das kommt auf die Länge eures Podcasts an und darauf, wie viele Podcasts ihr hosten wollt. Die bieten euch dafür aber natürlich auch einen Service. Da ist nämlich zum Beispiel sowas wie Auphonic inkludiert und ihr könnt so eine kleine Website damit bauen und so. Das heißt, ihr braucht nicht extra noch eine Website zu haben. Müsst ihr euch halt vorher überlegen. Bei podcaster.de weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wer dahinter steckt, wie die Datenschutzrichtlinien sind und so weiter. Ja, ne, das ist mir einfach wichtig, dass es das auch transparent ist. Und dann, auch wenn ihr bei Spotify seid und so, ne, also guckt euch das Kleingedruckte an. Ich weiß gar nicht, wie offen Spotify gerade für private Podcasts sind, ob die sich komplett geöffnet haben. Glaube ich nämlich auch nicht. Es sei denn, du machst über Anchor FM, weil Anchor gehört, zu Spotify. Das ist von Spotify gekauft worden.
Und wenn ihr da einen Podcast aufnehmt, dann ist der, soweit ich das weiß, automatisch auch da bei Spotify gelistet. Plus, ihr müsst auch das noch eigentlich einen Account bei Apple Podcasts haben, weil ihr sonst in den Podcatchern nicht landet, die es da draußen gibt, diverserweise. Wie machst du es, Frank? Ja, ich hoste ja selber tatsächlich. Du Also. hast es komplett, aber hast du nicht einen Player, einen Doch, Podlove-Player? doch. Ja, Ja, genau. Ja, genau. ich habe hier so einen Programmierer-Freund, der gesagt hat, alles selber machen und Hat er recht. ja, mach du mal und jetzt, also, aber wenn der irgendwann mal sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann habe ich aufgeschmissen, habe ich ein Problem. Also, aber ja, deswegen bin ich da nicht so ganz, wie soll man sagen, kann man sich das nicht unbedingt abgucken, weil ich kann auch nicht erklären, genau, was da alles, wie es genau funktioniert, aber also im Grunde liegt das irgendwo bei mir und ich lade das dann über meine Website dann hoch und habe einen Fremdplayer und der spielt das dann ab und Aber was für ein Fremdplayer hast du drin? Weißt du das? naja, diesen Podlove, Ah, Podlove Player, genau, genau. das ist so ein WordPress Plugin, Plugin, genau. genau, da sehe ich dann auch zum Beispiel die Downloadzahlen und so, das ist dann alles in der Website integriert. Genau. Und was ihr dann braucht aus diesem Plugin, ist die Feed-URL des Podcasts. Und diese Feed-URL müsst ihr dann zum Beispiel über euren Apple Podcast-Account einreichen, damit ihr bei dem, was mal iTunes war, gelistet seid. Und das wird gecrawlt von sowas, was sich Podcatcher nennt, also Podcast-Empfang-Apps. Ne? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Und darüber werdet ihr eigentlich verbreitet. Und wenn ihr euren Feed selber hostet, müsst ihr zum Beispiel auch, ne, Ding Dong bei Spotify machen und sagen: Hallo, ich habe hier einen neuen Podcast, den hätte ich gerne bei Spotify gelistet. Und dann müsst ihr dazugelassen werden. So. Also, auch wenn ihr bei Deezer stattfinden wollt und was gibt es da noch? Warte mal. Deezer, Spotify, Podimo gibt es noch. Also, es gibt wirklich diverse Plattformen inzwischen. Ich weiß, du schüttelst den Kopf, Thorsten, aber wir haben. Ich mache nur die Bandbreite auf. Es gibt Podimo, ich weiß, es gibt zu allem, gibt es Diskussionen. Ne? Also, das ist Ja, auch klar. eine, genau, eine große Diskussion, die da stattfindet, was ein Podcast ist und was nicht, was abgeschlossene Plattformen sind. Und genau, ich kriege hier schon das Stoppsignal, deswegen. Ja, halt die Klappen. Das ist immer so bei Podcasts, denn wir kennen das nicht, diese Formate. Das ist nichts für uns, ne? Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Vielen, vielen Dank, Frank, dass du dabei warst und aus deiner Erfahrung berichtet hast. Ja, danke. Vielen Dankeschön. Dank für die rege Diskussion auch im Chat. Ich bin auch gleich Und noch in diesem Meet and Greet. genau, in diesem WonderMe, da bin ich auch noch. Da könnt Genau, ihr. falls jemand Lust hat, da vorbeizuschauen. Yep. Da sehen wir uns dann. Genau. Bis später. Alles klar, danke fürs Zuhören, Zuschauen und Danke an viel euch Spaß, viel beiden. Erfolg mit eurem Podcast. Tschüss. Tschüss.